Kleinen. Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen feinen Ausgabe von Tease Me. Ich habe mir Adolfo, Christian und Tino nach der letzten Kinoplus-Folge geschnappt. Wir sind nochmal einen Sonntag gefahren. Ja, genau. Wir sitzen seit drei Tagen hier. Ja. Wir haben uns auch nicht umgezogen. Nein, genau. Jetzt wieder Typ aus der Continuity. Wir haben genau. Ich sage euch allen, dass aber keiner von uns traut sich dem anderen zu sagen, dass er stinkt. Ja. Deswegen ist das hier alles Eigengeruch. So, aber wir wollen ja noch ein paar Trailer gucken. In diesem Sinne. Feuerfrei. Kriegen wir jetzt Tor. Oh, hier, Avatar. Oh, stimmt. Dunklen Pfad. Die Welt könnte das vielleicht. Habt ihr die Zeichentrickserie gesehen? Nee. Aber es ist ein Fehler, oder? Nö. Also die Zeichentrickserie ist echt cool. Also die Anime-Serie. Mhm. Und ich bin gespannt. Also ich finde, die ersten Bilder hatten mir Bock gemacht. Ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal. Mhm. Was für deutsche Zuschauer wohl ziemlich cool sein soll, sie haben die gleichen Synchronsprecher, ziemlich viele gleiche Synchronsprecher. Wie denn? Ah, super. Das haben sie auch bei diesem Piratenmanga auch schon gemacht. One Piece. Genau. Ja. Das ist super. Dann nur durch A. Weißt du schon, Wiedererkennungs. Hast du aber gesehen. Das sieht ein bisschen. Sicher. Unendliche Geschichte. Ja, aber ein bisschen wertiger als so vieles von Netflix in dem großen Fantasy-Weltenbereich. Ich finde trotzdem, dass die Kamera zu klar ist. Ich finde, dass dieses Fantasy-Element fehlt. Das haben sie so oft bei Netflix, dass die Kamera zu klar ist. Ja. Und ich will auch diese Verantwortung nicht. Es fühlt sich plötzlich, also wenn du den True Motion anhast. Ja, aber das haben ja leider auch viele. Ja, genau, dann sieht wie eine Telenovela aus. Das ist das Problem. Ja, ja, ja. Ah. Die Welt braucht dich. Ey, die Geschichte ist geil, weil da geht's ja halt um diese, genau, sag ich mal, Bändiger der Elemente. Aber da entbrinnt ja so ein richtig großer Krieg zwischen den verschiedenen Völkern. Die wir lieben. Ich bin der Avatar und ich werde die Welt retten. Mit meinen Freunden. Okay, es geht voll auf Kinder, aber, ne? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Also, das ist, Naja, ich denke mal, das soll also der Trailer auch schon, zumindest. Ja, das soll aber auch schon die Fans der Serie halt natürlich abholen, ne? Ja. Und ich glaube, im besten Falle. Ah, schon ganz cool. Und das. Ja. Das ist der Disney-Schriftzug? Ja, das sieht ein bisschen aus, ne? Ja. Nee, aber der Disney-Schriftzug ist doch, wie hieß der, Papyrus oder so? Kann sein. Der ganz Avatar, leicht der verändert. Der von Avatar, genau, ja, genau. Ja, genau. Ja, nee, der sieht dann noch ein bisschen Papyrus. Aus. Aber genau. Ey, also ich sag mal so, nach One Piece, wo ich überrascht war, ich war kein One Piece-Fan. Ich hab's noch nicht gesehen, ja. Ich war kein One Piece-Fan, aber ich konnte mich durch diese Realserie echt super da reinfühlen und beziehungsweise mir hat das echt Spaß gemacht, mir hat es gut gefallen. Aber ja, das, was du gesagt hast, dieses Klare und dieses Weite, ne? Also wenn man so das Gefühl hat, es ist irgendwie, fühlt sich ein bisschen leer an. Genau. Also, weißt du, da fehlt irgendwie Lebendigkeit. Also verglichen mit Peter Jacksons Herr der Ringe. Zum Beispiel. Genau, ja. Ich finde, es fehlt so eine, wie soll ich sagen, ein Layer of Mystery. Ja. So, ne? Also es fehlt irgendwie so ein bisschen. Aber das habe ich von der One Piece-Serie, als ich den Trailer gesehen habe, auch gedacht und war dann doch überrascht, wie wenig das meinem Eindruck entsprochen hat, den ich beim Trailer hatte. So. Also dementsprechend bin ich jetzt bei Avatar ein bisschen vorsichtiger. Ja, super. So, komm, next one. Während der Trailer läuft, hört man aber den Originalton oder auch uns? Beides. Meistens hört man uns komplett. Leise. Auf den habe ich Bock. Weil wenn da ein Popsong drin läuft oder sonst irgendwas, dann werden wir mal ruckzuck geclaimed. Und das wollen wir halt ein bisschen. Echt trotz, obwohl die im Trailer verwendet wurden. Ja, ja. Mhm. Es ist mittlerweile echt furchtbar. Und am allerschlimmsten sind die Inder. Ja. Die claimen die alles unterm Arsch weg. Ja, bei dir ja manchmal so 80 Millionen Video-Views drauf machen, da ist das Budget vom Film durch YouTube-Werbung schon wieder drin. Das ist ein Horrorfilm. Aha. What's all that stuff? It's called stop motion animation. What do you think? It's a bit boring. It's not finished. It's not boring. Make a new one. A new one? Yeah. I know a better story. You want to hear it? There's a girl. She's scared. Oh, die haben ja hier ein bisschen Gnomes-Vibes, huh? There's someone coming. Das ist mega bis jetzt. Ja. Yeah. Ey, Stop-Motion kann auch echt creepy sein, ne? Ey, ja, wenn du es richtig machst, dann... Ja, ja.
the man no one wants to und hier ist ein Mixer, deswegen, yes, ey, Stop Motion. Puppet life. Master, ja. New Race. oder keine Ahnung. What does the Ashman do? Don't be scared. Ins Auge, komm! Ey, es könnte jetzt aber eigentlich auch zu Ende sein. Ja, der Stop-Motion-Part ist das Beste. Ja, da hier. Noch sowas. Lucy, der Schrecken der Straße. Ja, ey, es reicht. Mach doch, hör doch mal auf jetzt. I want to go. What happens when it takes on a life of its own? Jetzt reicht's, komm, hör auf jetzt. Nicht noch ein Schock. Noch ein Auge. Ah, jetzt, ja, okay. Schade. Ah. Es ist ein bisschen, das ist, weil ich so alt bin wahrscheinlich, aber ich vermisse im modernen Horror, alle sind depressed, alle haben Trauma und alles ist super serious. Was ja okay ist als eine Strömung. Was doch auch gefallen. Aber es fehlt, es fehlt so ein bisschen, sag ich mal, Haus. Oder Fright. Ja. Also ja. Mal so ein bisschen Fun in dem Genre. Ja. Hast du Deadstream gesehen? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Guck dir mal Deadstream. Aber wenn der so ein Feeling hat, das vermisse ich ja immer. Ne? Also nichts gegen Hereditary, aber es ist alles Hereditary jetzt. Ja, aber dann guck dir mal Deadstream an. Ja. Ja. Nice. Über einen Streamer, der halt in so ein. Ich meine auch nicht Horror-Comedy, sondern ich meine einfach ein Sense of Fun. Ja, ja. So ein ganz klein bisschen. Der ist schon Horror-Comedy, aber der nimmt auch mal die Comedy raus, wenn es mal halt nichts zu lachen gibt oder so. Oh, Deadstream, ja. Ja, Deadstream. Weil ich finde halt, was mir im Horrorfilm am meisten fehlt, dass die Leute eine glaubwürdige Angst haben oder so. Also nicht nur so, oh, ich brauche jetzt Mut, in den dunklen Raum reinzugehen, sondern so richtige Panik und Angst. Das sieht man ja ganz selten. Also Angst ist ja auch wirklich sehr schwierig zu spielen. Ja. Und das, finde ich, ist bei Dings nämlich auch der Fall, dass er bei Deadstream oft richtig Angst hat. Ja. Ich finde das übrigens, weil das ist so ein total overhated Performance in Shining. Mhm. Die Frau spielt Angst so gut und die ist ja so viel getrasht worden, dass sie nicht gut ist. Nee, aber also mittlerweile. Die ist so, diese Müdigkeit, dass man gar nicht mehr kann. Ja, der Film wird ja nicht getrasht, aber sie wird oft als das schwächste Element des Films. Ich habe den Film bei Abgeschnitten, habe ich den Jasna Fritzi Bauer gezeigt, weil ich gesagt habe, für mich ist es eine der glaubwürdigsten Angst-Performances, weil irgendwann baut es Adrenalin ab und du bist einfach nur noch fertig und das so sieht die aus. Ja, ich meine, also A, Kubrick muss es ja auch schon so ein bisschen bearbeitet haben, ne? Ja. Also, das ist halt Famous Abuse, ja. Aber dann, ich sag mal so, die Szene, wenn Nicholson da auf die Tür mit der Axt einklopft. Ich meine, wer kriegt denn da keine Angst, bitte? Ja. Aber vorher, wenn die Treppe hochkommt. Die Treppe hoch. Ja, oder das. Ja. Das ist total schwer zu spielen, weil sie ist oben, sie muss rückwärts gehen und er geht einfach auf sie zu. Oder? Darling, light of my life. Ja. So, komm. Stop Motion ist cool, habe ich natürlich schon gesehen. Hast du schon gesehen? Ja, klar. Ach, tschüss. Okay. Ist Shelley Duvall da drin? Was ist das hier? Ballerina? Nee, oder? Abigail. Wrestling. Ach, der neue von meinem Love-Hate-Regisseuren. Zwei Regisseuren. Ach, sind das diese Radio-Dings? Ich glaube, dass das die Radio Silence Gustavo Frank sind. Die von Ready or Not, ne? Ja. On Scream. Ja. Giancarlo Esposito? Ja. Oh, hier aus Euphoria. Aus Euphoria. Ist das, dass er gestorben ist, ne? Der ist schon tot, ja? Ja. What's your name? Mine's Abigail. You can call me Joey. Do you have any kids? I have a little boy. See you in 24 hours. Do you know what a pinky promise is? If you behave and do as we say. Also sie sperren sich da in dieses Haus ein? Nee, die haben die entführt. Aber wer sind denn die anderen, die dabei sind? Sie da. Die sind Entführer, die haben diese 12-Jährige entführt. Achso, okay. Und warum sind sie da trotzdem 24 Stunden? Genau. Das weißt du, ich weiß nicht, ob man das wissen. Vielleicht wegen der Lösegeldübergabe oder sowas. Aber ich sag mal so, ist schon wieder so ein bisschen Ready or Not mit umgekehrten Vorzeichen, ne? Da, die Angst. Da hätte sie sein müssen. Ja, aber stattdessen wird er zum cooler One-Liner einfach nur getroppt. Okay.
Ja. What are we talking about? Like Anne Rice or True Blood? You know, Twilight? Und noch Meta. Ja, aber das ist halt das große Problem von den beiden, dass sie immer so Meta-Humor oder Meta. Das ist Dan Stevens da, ne? Aber es hat dieses Sense of Fun zumindest versucht. Ja, ich glaube schon, dass der Spaß hat. Ready or Not hat ja auch Spaß gemacht, aber. Aber es fühlt sich hier ein bisschen zu vertraut in den Versatzstücken oder in den Elementen an, so, ne? Ich hasse One-Liner inzwischen auch. Es wird immer schlimmer. Ja, und dann wird immer, glaube ich, das auch dieses Ballerina-Ding, wo man so denkt, okay, das ist ganz cool, dass ich so bewegen kann, aber dann wird das dann auch immer noch so Comedy-mäßig eingebunden. Also ich glaube, das geht schon klar im Kino, aber das wäre was, was mir zu Hause, wo ich nie denken würde. Ja, genau. Ich sag mal, Mitternacht Fantasy-Filmfest könnte geil sein. Ich glaube auch, dass das gut klar geht. Angus Cloud heißt der junge Mann. Angus, genau, ja. Ah, ja. Melissa Barrera, ja, muss man mal gucken, ne, ob das wirklich hilfreich für den Film ist. Das ist der unbetitelte Universal Monster-Film? Das ist der unbetitelte Universal Monster-Film. Gott. Okay. Ja, ich meine, Kevin Durant mag ich, den gucke ich gerne. Und also Catherine das Monster, Newton. Also wie wollen sie denn mit sowas das Monsterverse irgendwie auch nur halbwegs? Oder soll der da nicht ich drauf glaub, einfallen? Da geht's, ich glaube, das geht nicht um das Monsterverse so. Okay. Also, weil haben die nicht den Monsterverse nicht abgeschafft? Also es gibt's ja eigentlich offiziell nicht mehr so richtig. Ja, aber genau, Wolfman kommt wieder. Ja, aber das hat dann wahrscheinlich nichts mehr mit der Position nicht zu tun. Johnny Depp zu tun. Genau. Die sie, ja. Und die sie halt mit Russell Crowe als hier Dr. Jekyll, nee, Dr. Jekyll sein, ne? Ja. Ja, der das irgendwie alles miteinander verbindet, so, das gibt's, glaube ich, nicht mehr. Ja, da wollte auch mit Tom Cruise hier, der Mummy. Ja, genau, das war ja der Auftakt, das sollte der Auftakt sein. Jetzt haben die gesagt, so, ja. Ich meine, war zum Beispiel für Der Unsichtbare, fand ich das deutlich besser. Ja. Also ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, wenn der da irgendwie eine Art Referenz zu Die Mumie, das hätte überhaupt nicht gepasst. Nee. Und ich meine, Lee Vanell macht jetzt auch diesen Wolfman, also das könnte schon, das wird wahrscheinlich schon gut, also ich finde, Lee Vanell ist ein super Regisseur und Abigail geht, glaube ich, auch voll klar, aber ich bin es auch langsam satt, diese, das ist halt wieder zu viel Fun. So, Renfield hat ja gut funktioniert, aber das sieht halt auch so ein bisschen auch so, dieser Renfield, dann wird wahrscheinlich viel zu viel wieder durchgesplattert, damit sie sagen können, aber das meine ich, also es gibt natürlich Fun-Horrorfilme, ja, aber das sind fast immer die, die trashy sind. Also entweder gut und halt A24 oder trashy mit ganz viel One-Linern. Ja, genau. Aber einfach nur so ein Poltergeist. Ich mein, genau. Ja. Also dieses, das hat mich eigentlich zum Horror gebracht. Ja. So diese, diese Mix. Also ich finde, die Eintrittsdroge in meiner Generation war Gremlins. Weil der ist fun, aber der ist als Kind fucking scary gewesen. Ja, absolut. Und so beides miteinander zu verbinden, und da gab es eine ganze Reihe bis hin zu den abgedrehten, so Reanimator. Ja, Es ist alles für mich Klassiker, und selbst House. Kennt ihr House 1 und 2? Das ist so ein bisschen obskurer, aber ich habe das so gefeiert, und ich würde gern mal wieder so einen Film sehen. Ich habe den zweiten, habe ich wirklich rauf und runter geguckt. Ja. Diesen Kristallschädel, fand ich super. Und ich VHS war kaputt am Ende. und auch diese ganzen Türen, die immer über irgendwelche neuen Welten aufgemacht haben, super, fand ich geil. Aber auch das Toxic Avenger Remake jetzt auch nur One-Liner, also auch gar nicht dieser Geist wird nicht mal irgendwie, selbst in einem Remake, wo du denkst, okay, alle Leute, die da beteiligt sind, müssten eigentlich wissen, worauf es ankommt, auch da wird das zugunsten von so One-Liner und ein, zwei Splatter-Elementen wird es irgendwie so einfach. Naja. Aber vielleicht, was haben wir denn noch? Gucken wir noch was. Nochmal Horror. Ach, das ist hier der Oz Perkins, oder? Ja. Die Kampagne ist echt geil. Die Kampagne ist mega, Das ist das einzige Independent-Genre, was noch funktioniert, ist Horror zurzeit. Das ist der Sohn von Anthony Perkins? Und wir hatten schon einmal einen Trailer oder Teaser gezeigt, wo wir nicht ganz schlau raus geworden sind, was es eigentlich soll. Ja. Und das ist der nächste. Weil das ist also Neon ist jetzt quasi das neue A24, die jetzt alles so noch kryptisch machen. Und man wusste ganz lange nicht, worum es geht. Und jetzt hier, also wahrscheinlich müssen dann irgendwelche Social-Media-Mitarbeiter von Neon selbst zur Not auf Reddit gehen und auflösen, was diese Symbole im Trailer andeuten. Er hat es gerade bei der anderen Trailer gesagt, Daniel. Stoppt. Ja. Weißt du? Also ich glaube, weil wir so viel gucken, wir brauchen nicht so viel, wir haben jetzt drei, vier Sachen. Mittlerweile ist die andere Marke, die uns sagt so, nee, es soll für jeder sein. Weißt du, ich finde es geil, wenn ich nicht weiß, was es ist,
Aber dann mussten die auch ziehen, dass es für diese Gruppe, also die Zielgruppe ist. Aber momentan ist Trailer 3 Minuten. Wir haben gerade 2 Filme schon in den Trailer gesehen. Also, aber Leute wollen ja auch keine Ungewissheit. Also sie wollen genau wissen, worauf sie sich einlassen. Dann sagen sie, das habe ich nicht mehr. Jetzt, wo ich ein bisschen hinter die Kulisse sehen kann, wie Leute gucken und ich muss Analyse der Zuschauer. Ich wusste nicht, dass es so heftig ist. Zum Beispiel, dass voll viele Leute, das wusste ich nicht, es war, wenn die was kaufen, ein Buch kaufen, zuerst die letzten Seiten lesen und dann fangen die an. Ja. Weißt du, das, ich wusste es nicht. Und dann haben mir gezeigt, wie viele Leute das machen. Die Liste, die können das nicht genießen, wenn die nicht wissen. Wenn die es nicht wissen, wo es hingeht. Ja. Weißt du, wir sind mehr so, like, Achse, Symbole, gucke ich. Also, ich meine, bei manchen Sachen kann ich das verstehen. Aber ich brauche doch bei Fall Guy mit Ryan Gosling. Please. Ja, da brauche ich doch keinen 3,5 Minuten das Trailer, ist so lang, der mir jedes den ganzen Film, der mir schon jedes Setting einmal mindestens zeigt. Zero. Ja. Ich meine, früher, das ist ja auch so ein Trugschluss. Früher waren ja Trailer auch echt lang und haben auch in der Off-Text-Stimme haben ja sehr viel erzählt. Ne? Ja. Das ist der Mann, der das und das gemacht hat. Aber die haben das Konzept vorgestellt. Genau, genau, die haben das, genau. Aber das war schon sehr lang. Aber ich weiß nicht, so einer der ersten Trailer, wo mir das wirklich störend aufgefallen ist, das war der von Django Unchained, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich original schon jedes Setting aus diesem Film, habe ich mindestens für eine Sekunde gesehen. So, und das fand ich nicht gut. Selbst Tarantino ist in den Trailer, glaube ich. Da, das ist einfach nur so eine Miniszene ist. Und ich meine, voll geil manchmal bei Serien, so auch jetzt bei Slö 3, die haben noch gar nicht alle Folgen gehabt. Die konnten nur aus den ersten, aus den ersten Folgen was nehmen, wo ich gesagt habe, ja cool, da gibt's keine Verführung, jetzt schon alles reinzubringen. Ja, aber das, ich verstehe es halt nicht. Also ich meine, man kann ja mal einen längeren Trailer vielleicht mal eine Szene so stehen lassen. Ja. So bei S zum Beispiel, bei dem Remake, da fand ich das eigentlich ganz cool, dass sie diese eine Szene da einfach mal haben stehen lassen. Ja. Aber dann ballern sie dann halt immer noch so viel mit rein. Ist Fear. Und ich muss doch bei Fast and Furious nicht wissen, was mich im neuen Teil irgendwie erwartet, oder? Ja, genau. Ja, wäre ich, ich habe mir einen Trailer geguckt, jetzt gucke ich nicht an. Also, du wirst schon wissen, dass da 3 Action-Pieces drin sind, sonst lohnen sich ja die 18 Euro Eintritt nicht. Ja, aber ich habe, also nicht ich, aber. Das ist die Frage. Wem Fast and Furious 10? Ja, klar. Aber jetzt haben die gesagt, zum Beispiel, jetzt. Bei den Franchises ist es aber immer so, dass sie eher sagen, diesmal geht's um noch mehr. Ja, ja. Also da sind eher die Sätze, eher die Sätze vom Villain dann. You thought you know how to deal with this. You learn everything new. Das ist ja okay, das kannst du ja machen. Aber ich glaube bei 1,30, wenn du dann mit 1,30 füllst, reicht es, um zu sagen, was in Fast X vorkommt. Genau. Sogar, du hast noch gar nichts gesehen. Ja, genau. 10 Filme habe ich gesehen. Ja, aber du hast ja dann diese Teaser, dann hast du einen Trailer und dann hast du ja noch so einen 2 Minuten 30 Trailer. Und manchen Film hast du ja auch 3 verschiedene Trailer, wo man halt auch. Ich will doch nicht den ganzen Film vorab sehen. Ja. Das ist auch mein Problem. Das ist aber das was er gerade versucht rüberzubringen. Ja, ja. Du willst es nicht und die meisten Nerds wollen es nicht und beschweren sich. In Wahrheit musste ich auch lernen, weil es mir immer wieder bewiesen wurde von den Marketingabteilungen. Die Trailer, die mehr verraten, bringen mehr Leute ins Kino. Ja. Deswegen, ich will auch nicht im Kino 30 Mal diese eine Szene aus S gesehen haben, weil dann weiß ich genau, wenn die im Film kommt, sterbe ich vor Langeweile. Genau. Ich habe sie schon 30 Mal gesehen. Das ist total. Aber wir sind halt, wir sind nicht das Maß aller Dinge. Das ist halt leider schwierig. Leider, schade. Aber gut, kann man nichts dran ändern. Vielleicht können wir noch einen Film. Ja. So, was haben wir hier? Super Sex, okay. Das ist der Rocco Siffredi-Film. No way. Den will ich sehen. Wer ist das, Rocco Siffredi? Ja, wer ist das? Ah, okay. Ich dachte, muss man ist das ein Fußballer? Oh, der sieht dem echt ähnlich. Ja, man hofft auch schon, dass Rocco auf die Berlinale kommt. Sex-Icon, Alter. Aber das ist wahrscheinlich wieder auch so ein bisschen. Die Frage ist ja, wie will so ein Film das irgendwie darstellen, ohne dass er halt eben genau dahin gepackt wird, wo die anderen Filme stehen. Das weiß man halt nicht, ob denn. Ich weiß nichts über dem sein Leben, ob das interessant genug ist. Genau. Ja, bin ich auch gespannt. Aber er hat Jenna Jameson beim Sex in die Toilette gestopft, also. Ja. Wie uninteressant kann es werden? Ob das irgendwie in einer Zeit, wo man über Konsens ist, nicht mehr nur optional, da irgendwie so eine Heldenverehrung machen sollte? Wer weiß, ob es eine Heldenverehrung ist. Ja, wenn es keine Heldenverehrung ist, steht die Polizei am roten Teppich und nimmt ihn fest.
weil dann irgendwie 200 Leute nach dem Film sagen werden, wir haben keinen Konsens, wir mussten Sachen machen, die im Vertrag nicht drinstehen. Also selbst wenn er nichts davon wusste, kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei allen Produktionen so einwandfrei abliegt. Aber das ist doch jetzt hier, das ist doch ein Biopic. Das ist doch jetzt kein richtiger Porno. Nee, aber trotzdem werden doch danach Leute wieder sagen, so wie das bei den Sets und Drehs teilweise ablief, war es irgendwie nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Also ich aber finde, es gab ja schon die Doku, habt ihr die gesehen? Ja, ein bisschen. Ja, und die finde ich auch, weiß ich nicht, ob das so einwandfrei alles. Also ich finde, sie ist so, jetzt nicht so eine Heldenverehrung, aber natürlich steht er im Mittelpunkt und ich finde auch nicht, dass da irgendeine Kritik wirklich ausgesprochen wird. Also, aber das können wir vom Film noch nicht wissen. Nee, aber es gibt ja auch keine eindeutigen irgendwelche Anzeigen oder sonst irgendwas, die sich gegen ihn ausgesprochen haben, aber dass du irgendwie in der Zeit so viele Filme produziert hast, bei allen soll es so super geil abgelaufen sein, aber bei einer anderen Produktion gab es irgendwie Issues, das glaube ich vielleicht halt nicht. Vielleicht ist er ja die Benchmark für gutes Drehen. Ja, und vielleicht gibt es halt doch so viele. Ich war nicht dabei. Das ja, aber halt Jenna Jameson in die Toilette gestopft, weiß ich halt nicht, ob das jetzt noch irgendwie... Das habe ich nicht. Als Kind seiner Zeit oder so bezeichnet werden. Ich finde es schwierig. Also ich finde es schwierig. Ich fand die Doku auch schon schwierig und dass auch da irgendwie keine Diskussion irgendwie losgetreten wurde, weil das halt jetzt so Filme wie Pleasure und so. Aber die Doku ist meiner Ansicht nach auch sehr untergegangen. Also ich weiß nicht, ob die so groß erfolgreich bei Netflix gelaufen ist. Ja, ich glaube, es ist halt auch, also die Relevanz, die so ein Porno-Business hatte, mag vielleicht da sein, wie Christian auch schon so gesagt hat, ob das Leben dann mehr hergibt. Also außer, dass du halt viel gefickt hast, das macht dir das Leben nicht so unbedingt spannender. Du, ich möchte... Also du, außer für einen selber. Mich interessiert ja dieser Werdegang. Ich möchte gucken, wie sie mit dem Thema umgehen. Ja. Ich möchte gucken, was thematisiert wird. Was geht in dem Film? Also ich würde gerne wissen, um was und geht. Und mich interessiert auch, wie sie am Ende dann halt da stehen. Ob sie halt irgendwie, sag ich mal, sich positionieren zum Thema Porno oder halt, wie diese Drehs abgelaufen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei einer Jenna Jameson wirklich Probleme gab mit dieser Toilettenszene, weil dafür ist Jenna Jameson eine Nummer, die ist zu groß. Bei 1000 anderen Mädels. Genau, das ist die Frage. Glaube ich, ist es deutlich schwieriger. Sasha Grey hat halt auch schon Mia Dingsbums. Ich kenne keine Pornodarsteller, meine Mutter guckt zu. Nee. Die Mia, also sind auch schon große Namen ausgestiegen, die gesagt haben, so machen wir das nicht mehr in Kombination mit ihm. Aber du hast auch diese ganze Diskussion um James Dean und so gehabt. Und ich finde halt jetzt die Sexdarstellungen in Rocco Siffredi-Filmen und James Dean-Pornos finde ich jetzt auch nicht so große Unterschiede, als dass man jetzt noch einen Film über so eine Person machen könnte, ohne dass du nicht ein Statement dazu abgeben müsstest, wie das aus heutiger Sicht gesehen werden soll und wie das ein Spielfilm hinkriegen soll, keine Ahnung. Auf der anderen Seite glaubst du nicht, dass der schon längst irgendwie die Quittung bekommen hätte? Genau, das war wenn auch, er jetzt wirklich sich so schwierig verhalten hätte, während der seiner großen Hochphase? Na, es hat auch ewig lang gedauert, bis, wie heißt, ja, Ron Jeremy, hat auch ewig lang gedauert. Also es muss ja auch erstmal jemand... Ja, ja, aber das meine ich. Jeremy war außerhalb des Berufs. Das Hauptproblem. Ja, aber also wie gesagt, das ist ja auch alles nur eine Mutmaßung, Spekulation, also nicht eine Spekulation, dass da was passiert ist, sondern meine Meinung ist, dass man Pornostars aus den 90ern, die so Filme gemacht haben, wo die Darstellung von Sex so ist und die Behandlung von Frauen so ist, vielleicht nicht 2024 ein Denkmal auf Netflix setzen sollte, weil egal, wie der Film ihn dann irgendwie hinterfragen wird, der Film heißt Super Sex, er wird so inszeniert, ich finde es nicht zeitgemäß. Also... Aber wir haben den Film noch nicht gesehen. Also es könnte ja trotzdem auch wirklich was anderes sein. Könnte, aber unwahrscheinlich. Ja, genau. Also, und der Trailer sieht halt auch nicht, also sieht, visuell hat mich das jetzt nicht angesprochen. Also Hätte es jetzt vielleicht hier La Grande Bellezza Regisseur, wie heißt er nochmal, sorry? Paolo Sorrentino. Sorrentino, dann vielleicht denkst du, okay, vielleicht geht er dahin, also dass er ein bisschen heftiger sein kann. Ja. Ey, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe nach dem Film, wäre es ja auch nicht. Ja, eben, also das ist halt so meine große, also oder mein großes Befürchten, dass man nachdenkt, okay, es war ein Biopic, aber es war jetzt nicht so spannend. Also wenn es irgendwas mit mir macht oder auch irgendwie ein Statement darüber, wie die Pornoindustrie da drauf war. Genau, so generell, aber das ist jetzt die Frage, machst du einen Film über ihn oder über die Pornoindustrie? Ja, und einen Film über ihn machen, wie Christian sagt, wenn der Typ nicht genug hergibt. Ja, dann musst du irgendwas dramaturgiemäßig einbauen. Ja, und einen Film über jemanden machen, der in der Industrie gearbeitet hat. Und diese Industrie hat ihn groß gemacht, aber kein Statement über diese Industrie. Ja, Marcel, lass uns gucken und dann können wir uns... Also ich kann mir schwierig vorstellen, wie so ein Film wirklich gut werden soll. Und nicht nur, dass man denkt, okay, das war jetzt Biopic. Halbwegs okay. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht interessiert uns auch... Kostet ja keinen Eintritt. Genau. Vielleicht interessiert, vielleicht interessiert der Film auch wirklich kein Schwein.
wenn der erstmal auf Netflix gestartet ist, müssen wir ja auch mal gucken. Ja, ja. Ich wüsste halt, also klar, ich glaube, das wird so halbwegs laufen, aber ich meine, wer interessiert sich jetzt wirklich für Rocco Siffredi noch? Wer kennt Rocco Siffredi überhaupt? Ich das nicht. Ist ja, du nicht, gell? Nee. Christian auch nicht. Ja. Dementsprechend sind wir die beiden Einzigen, die halt offen zugeben können, dass sie ihr Leben auch schon mal. Ja. Ihr könnt ja mal auf Letterboxd eine Liste mit seinen 5 besten Filmen anlegen, dann gucke ich die mal. Ich kenne nur einen tatsächlich und das ist Torero. Und der hat sogar eine Handlung. Oh, ich kenne doch auch. Aber der hat auch Mainstream-Filme gemacht. Ja, ich kenne doch auch diesen einen. Timothy, ich verwechsel das. Live is Hell, aber auch so ein No-Hope-Film. Boah, wie hieß der denn? Den habe ich auch neulich geguckt. Das finden wir gleich raus. Vorher sage ich Tschüss. Ach so. Ich auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Wenn ihr rausfindet, wie diese. Wie hieß der? Also, worum soll es da gehen? Ich hab's gleich. Okay. Ich verabschiede langsamer. Ansonsten, ja, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, welcher Film oder Trailer euch hier besonders angesprochen hat. Anatomy of Hell. Und dann, ob ihr Anatomy of Hell gesehen habt oder vielleicht einen anderen Rocco Siffredi-Film. Ja. Ihr müsst hier keine Scham haben. Ihr dürft hier wirklich über alles reden. Schickt einfach nur Tino bis Screenshots an Tino bitte. Wir verurteilen hier niemanden. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.